Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Schön, dass ihr reinschaut. Heute mit einer Partie Gang of Four, ein Kartenspiel von Asmodee Digital. Ich bin mir ziemlich sicher, das Kartenspiel gibt es auch in einer analogen Form. Aber ich kannte es vorher nicht. Ich habe es mir irgendwann mal für günstig Geld gekauft und ich möchte es euch heute gerne zeigen. Dafür leite ich eine Partie zu viert ein. Und ihr seht hier rechts erstmal, was kann gespielt werden. Also entweder lauter Einser-Kombis, da muss man halt erhöhen. Der spielt gleich die höchste Kombi aus hier. Und jetzt schaue ich mal, ob ich da kontern kann mit irgendwas, wo ich vier gleiche habe. Leider nicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier drücke, Game, nothing to play. Ich kann nichts spielen, also drücke ich weiter. Und jetzt müsste er mit 4 Zweiern, 4 Sechsern, 4 Siebenern, 4 Achtern drüber oder, weil es die höchste Kategorie ist, geht da nicht viel mehr. Derjenige, der gewonnen hat, das war er hier, hat nur noch 12 Karten. Wenn man auf 0 ist, ist die Runde vorbei. Und er darf als nächstes raus, wenn jetzt alle passen. Also ich muss passen, ich kann nicht weitermachen. Er hat gewonnen. Jetzt kommt er raus und er bringt eine 5er-Kombo, und zwar als Full House. Da kann man jetzt drüber mit einem höheren Full House oder einem Straight Flush oder einer 4er-Kombo. Eine 4er-Kombo habe ich nicht, aber vielleicht habe ich 5 gleiche Karten. Und da schaue ich jetzt einfach mal. Ich habe 1, 2, 3, 5, 6. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil da fehlt die 4. Seht ihr das? Das heißt, so eine Kombi kann ich nicht spielen. Eine 3, 10er, da komme ich auch nicht drüber. Das ist das Höchste, was es gibt. Es gibt ja insgesamt nur 4. Hier wäre der 4. Und jetzt schaue ich mal. Ich sehe keine Kombi, mit der ich drüber komme. Ich habe 3 Vierer, 5, 6, 7, 8 hätte ich, aber in verschiedenen Farben. Das wäre dann so eine Straße, also die ist zu niedrig. Und damit muss ich ihn auch wieder, da heißt es nothing to play, also pass. Und jetzt kommt man da auch wieder nur mit diesen anderen beiden hier drüber. Okay, er kommt wieder raus mit einer 2. Jetzt sind Einzelkarten nur erlaubt. Ich darf nicht sagen, ja gut, dann spiele ich mal 2 Dreier, weil das passt auf. Da sagt er, musst eine einzelne Karte spielen. Es geht gar nicht anders. Ja, schauen wir mal nach einzelnen Karten. Ich habe 2 Einser, 2 Zweier, 2 Dreier, 3 Vierer, 2 Fünfer, eine 6, eine 7, eine 8, eine 8 und eine 10. Da spiele ich mal eine 6, weil die muss ich ja irgendwann loswerden und das ist eine einzelne Karte. Gut, 8, 10... Der Drache ist das Höchste, der rote Drache ist überhaupt das Höchste. Es gibt einen grünen, gelben und einen roten Drachen. Seht ihr, da kommt keiner drüber. Das ist praktisch der Endstich. So, wer kommt raus? Eine 2 kommt raus. Eine 6. Da gehe ich mal mit meiner 7 drüber. Eine 8. Eine 10 in grün. Wieder ein Drache. Ja, kommt nur der gelbe Drache drüber. Der rote war schon. Ich kann nicht mehr. Ich habe natürlich auf meine rote 10 gehofft. Ja, jetzt wenn der rauskommt, wird es natürlich gefährlich, weil der hat nur noch 4 Karten. Und das Problem ist, am Ende gibt es Minuspunkte. Und da gibt es so eine Regel, wenn man über 6 hat, wird es verdoppeltes Minus. Bei über 10 wird es, glaube ich, verdreifacht. Und bei 13 oder 14 wird es vervierfacht. Ja, ich kann nicht über einen gelben Drachen drüber. Das heißt, er darf raus. Mal gucken, mit 2 Fünfern kommt er. 2 Siebener, 2 Achter. Ja, da könnte ich aber drüber kommen, weil ich einen roten und einen gelben habe, statt einen roten und einen grünen. Da kommt keiner drüber. Die klopfen alle. Jetzt spielen wir mal zur Abwechslung 3 Vierer. Da dürfte keiner drüber kommen, weil das ist auf alle Fälle eine... Der hat nur noch 2 Karten, also da muss ich mir keine Sorgen machen. Und die anderen, bin ich jetzt mal gespannt, ob Dreier-Kombos haben. Haben keine Dreier-Kombos. Ich hätte auch einen Fünfer-Kombo spielen können in einer Farbe. Da wäre wahrscheinlich auch keiner drüber gekommen. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe leider nur noch Gemischtes, aber da habe ich keine 4 mehr. Die hätte ich aufheben müssen für sowas. In einer Farbe, ich habe keine 5 gleichen Farben. Also spielen wir mal 2 Einser, naja, 2 Einser spielen wir nicht. Wir spielen mal... Doch, ich spiele 2 Einser. Mal sehen, was jetzt kommt. Kann er mit dem Doppelten? Nein, er hat keine Doppelten. Hat auch keine Doppelten. Kann auch nicht. Dann spielen wir doch gleich noch einen Doppelten. Wenn das so gut läuft, spielen wir natürlich nochmal 2. Ach, ihr müsst alle klopfen, ihr Jungs. Es tut mir aber leid. So, dann spielen wir nochmal die Dreier aus. Auch doppelt. Na, also da müsst ihr schon wieder klopfen, Jungs. Ach, ihr habt alles schon verballert. Man weiß nie genau, wie das eben beim Kartenspiel so ist. Die Runde wird an mich gehen, weil ich eröffne das mit der höchsten Karte, die verblieben ist, außer der grüne Drache. Und damit habe ich die Runde. Ah, jetzt kommt tatsächlich jemand drüber. Jetzt muss ich natürlich passen. Ich habe nur noch Einzelkarten. Warum der es so lange aufgehoben hat, möchte ich mal wissen. Das war eigentlich idiotisch, mich immer rauskommen zu lassen.
Zwei Dreier kann ich nicht drüber. Wenn er jetzt natürlich noch ein Pärchen hat, hat er es natürlich schlau gespielt. Aber ansonsten, jetzt schauen wir mal. Aha, er hat gewonnen. Ich habe einen auf der Hand, er zwei und er sieben. Jetzt schauen wir uns mal den, ja, ich kann natürlich drüber. Gut, super. Ach, er hat noch eine Karte. Ich habe keine mehr. Ja, gut. Sehr schön. Also da seht ihr jetzt die Minuspunkte. Der hier rutscht auch gleich weiter ins Minus. Da seht ihr, bei 8 Karten würde es sich verdoppeln. Da halt ein Minuspunkt, 2 Minuspunkte und 7 Minuspunkte. Man braucht aber bis 100. Und da seht ihr, wenn man weiter nach unten rutscht, kann das sehr schnell gehen, wenn jemand eine volle Hand hat, dass er auch viele Minuspunkte macht. Mit 0 führe ich jetzt, aber ihr seht, das ist keine Bedeutung. Es geht ja bis 100. Und sobald der erste 100 hat, ist das Spiel rum. Derjenige mit den niedrigsten Minuspunkten gewinnt. Aha, ihr seht, ich habe eine Karte erhalten und ich kann ihm jetzt eine Karte zurückgeben. Das werde ich jetzt auch machen. Ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 4 Zweier auf der Hand, was natürlich super ist. Ich habe 1, 2, 3, 4 als Farbe und könnte dann noch... Na, ich muss mal gucken. Die spiele ich ja so weg. Ich gebe ihm eigentlich die 2 1, einfach sollte ich fast behalten. Um mal 1er zu, wobei 1er eröffnen ist, ich kann mit der 10 dann meine 9 oder 10 direkt zumachen. Wir spielen mal 4 2er, 3 4, 1 2 3 4. Wir haben 1 2 3 4 Grüne nur, weil ich rechne die 4 weg. Und wir haben 3 Rote. 1 2 3 4. Ich gebe ihm eine grüne 1 zurück. Weiß nicht genau, ob das schlau ist. Oh, ja doch. So, ich wollte es nämlich nicht anspielen. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Spiel eröffnen. Also wir haben die 4. Dann bin ich sofort bei einer 4er-Kombo. Da kann dann keiner mehr irgendeinen Scheiß rauslegen. Aber ich eröffne einfach mal mit meiner 1. Weil die nervt mich nämlich auf alle Fälle bis zum Ende. 2. 3, ja, steigert euch ruhig langsam. 10, okay. Jetzt könnte ich erstmal sagen, ja, komm doch raus, weil sonst muss ich gleich so einen Vogel einsetzen. 5, 6, 8, 9. Nee, ich mach mal weiter an der Stelle. Ich kann zwar drüber, aber ich will gar nicht drüber. Soll er doch mal drüber, ja, der rote Drache kommt eh noch. Passt. 4, 5er, da komme ich natürlich nicht drüber. Da gibt es nichts, was ich spielen kann. Mit 4 Zweiern bin ich da geschlagen, 4 Siebener, 5 Einser, das ist natürlich krass, das war dieser Bonus Einser, den sieht man, der gilt als Joker in jeder Farbe, da kann man nicht drüber. Das heißt, sie haben die Gang auf 4 gemacht, das ist das Höchste, was es gibt, eine 2, eine 9, mhm. Da könnte ich gleich ziehen, aber ich mache jetzt erstmal den hier. Vier Stück. Na gut, die kommen natürlich immer drüber. Da muss ich weitermachen. Ich habe nichts, was da drüber geht. Ich habe 4 Zweier auf der Hand. Das ist mein Jolly. Drei Dreier. Da muss ich meine 4 Zweier bringen, weil sonst ist das Spiel rum. Da sollte keiner mehr drüber kommen. Jetzt müssen wir es aber einigermaßen clever zu Ende spielen. Ich habe 3, 4, 5, 6, 8, 9 auf der Hand. Das können die natürlich alles relativ leicht. 4, 5, 6, 8, 9. Ich habe keine Karten für ein Full House. 3, 4, 5, 6 ist fast eine Straße, aber eben halt nur fast. Und in einer Farbe kriege ich nur 1, 2, 3, 4 gelbe zusammen. Der Vogel hier zählt nicht. Ich muss leider mit der grünen Dreier öffnen. 4, 9, klopft. Mit einer roten. Ich lasse ihn mal rauskommen. 10, ja, war gut, dass ich nicht. Da kommt keiner drüber. Ich habe den Vogel noch auf der Hand. Ich möchte es aber nicht. Eine 4, schön. 9, schlecht. Wieder eine rote 9.
Aber die haben noch alle genug. Ich mache auch mal weiter. Jetzt ist er. Ich habe noch 9 Karten auf der Hand. Das ist viel, das ist auch gefährlich. Ah, das war schlecht. 6, 8, 9. Wir bringen erstmal unser rotes 6 weg. Dann müssen wir unsere rote 8 noch wegkriegen. Wir lassen. Also ich habe jetzt 2 9er, 2 10er, ich habe noch 7 Karten. Ich mache mal weiter und ich vertraue einfach darauf, dass der nicht ein 1er Paar spielt. Und wenn, dann bitte ein hohes. 2 4er, sehr schön, da kann der nicht mit. Da kommen 2 9er von mir. Jetzt muss ich 2 10er spielen. Und jetzt wird es interessant. Ich kann natürlich den hier spielen, aber ich möchte natürlich die Runde gewinnen. Deswegen spiele ich den hier und hoffe jetzt einfach, dass der eine niedrigere Karte als 5 hat. Oder niedriger als 7 wäre gut. Ja, wunderbar. Dann spiele ich nämlich den hier. Da kommt keiner mehr drüber. Der Rote ist gefallen. Und damit gehört die Runde wieder mir. Wir spielen den hier, aber es war knapp. Einer hat 7 Karten verloren. Beziehungsweise übrig. Das war der Rote. Das ist wieder gerade so in der Einsatzzone. Das ist natürlich schlecht. Ihr seht hier auch die Minuspunkte. Ich habe 0, der hat einen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das auswirkt am Ende. Also 9 und 8. Das ist nach einer Runde, wenn es schlecht läuft, locker drin. Jetzt muss ich schauen, wieder, was ich auf die Hand gekriegt habe. Ich kriege eine rote geschenkt. Jetzt muss ich gucken. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rote. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 grüne. Da könnte ich eine 5er-Kombo spielen, indem ich den hier abwürge. Die 1 ist sowieso eine blöde Karte. 3, 3 ist gut. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Ja, der kriegt natürlich die 1 zurück. Das ist eine blöde Karte für mich. 1, 2, 3, 4, 5. Es geht auch eine 5er-Kombo zu spielen. Also eine 1 kriegt er. So, und es geht los. Ich darf anfangen, das ist sehr gut. Ich könnte direkt mit einem Full House einsteigen. Da würde wahrscheinlich keiner drüber kommen. Aber wir steigen mal mit den 2 Dreiern ein. Die müssen weg. 2 Neuner. Da wird schon geklopft, wie verrückt. Ja, für 2 Neuner darfst du nehmen. Der Grüne kommt raus. Und da ist eine 5er Flush. Eieiei, das ist ein Full Flush. Da kommt man nur mit 4 drüber, das habe ich nicht, also hat sich schon erledigt. Ja, höchste Karte, brauchen wir gar nicht spielen. Kann man vergessen. Zweithöchste Karte. Ja, wenn man es natürlich von Lebenden kriegt, dann ist es natürlich hart. Wenn er jetzt noch einen grünen Drachen hat, ist alles gut. Das sind Einzelkarten. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Grüne. Ich habe 2 Sechser, 2 Siebener, 2 Achter. Ich könnte natürlich mit 5 Grünen immer auch nochmal zurückschlagen. Ich habe allerdings auch ein Dreierpaar auf der Hand, das ist das Einzige. Jetzt muss ich überlegen, was ich machen kann. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Karten theoretisch. Ich gebe mal eine 7 aus. Weil ich hätte danach noch 5 rote. Oder ich passe einfach. Ich passe erstmal. Mal sehen, was passiert. Ja, gut, dass ich gepasst habe. Jetzt sind endlich die Vögel alle weg. Das war der Phönix. Es gibt auch einen Drachen. Das ist eine direkte Flushstraße. Da kann ich überhaupt nichts machen gegen. Der hat wieder nur 3 Kärtchen. Und 2 Zehner. Das ist viel. Komme ich mit 3 Zehnern drüber? Nein, ne? Ich muss einen Zweier selecten. Das werde ich nicht schaffen in dem Fall. Ich kann es so probieren, aber da lässt mich nicht drüber. Und jetzt kommt die letzte Karte und damit hat er gewonnen. Und jetzt seht ihr mal, was passiert. Ich habe die letzten 2 Runden gewonnen. Da hat jemand 15 auf der Hand, ich habe 14 auf der Hand.
und wir rutschen beide in die 5-mal Minuszone, also absolute Hölle. Wir haben 60 und 56 Minuspunkte. Damit ist er natürlich eher ein bisschen noch vor mir, aber ich bin deutlich auf Platz 3. Ja, so kann es natürlich laufen. Und er muss die Karte abgeben, weil er die schlechteste Kombi hatte und er darf auch rauskommen. Jetzt müssen wir mal schauen, was da passiert. Ich habe natürlich wieder keine 2, 3, 4, 5, 6 als wilder Pack. Da können wir natürlich drüber, indem wir 3, 4, 5, 6, 7 bauen beispielsweise. Oder ein Farbflash machen. Ich tendiere eher zum Farbflash. Das sind 2, 4, 5 gelb, 2, 4, 6, 7. Ja, machen wir so. Machen wir einen Farbflash. Da kommt man jetzt nur noch mit einem Full House oder mit einem. Ja, jetzt sind wir schon beim Full House. Da komme ich nicht mehr mit. Full House ist zu viel. Ich kann auch keine Straße bauen, da fehlt wieder die 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 wäre eine volle Straße. Also ich muss erstmal weiter passen. Geht nichts. Ja, das ist natürlich hier schon. Jetzt muss man 4er haben. Da läuft nichts. Gut. Damit bin ich erstmal raus. Ich kann nichts machen. Eine 1. Ja, über den Vogel kommt keiner drüber. Zwei Zehner, da komme ich diesmal drüber. Und ich muss auch drüber. Und damit bin ich 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre diese Straße oder die hier. Mir fehlt leider eine Karte, um eine richtige Straße zu machen. Ich muss deswegen erstmal die Karten so abdrücken. Wir fangen mal mit der an. 5. Klopfen. Ah, okay, Vogel. Drache. Das ist wieder schlecht. Ich hätte wahrscheinlich erst die abspielen sollen, weil jetzt bin ich auch immer bei 8. Und der hat nur noch 2 Karten. Ich hätte erst die 5er loswerden müssen. Die Runde kann ich nicht gewinnen. Das war jetzt einfach zu risikohaft gespielt. Ich tue mal die 6 raus. Zehner, da dürfte er nicht drüber kommen. Dann machen wir mal weiter. Er ist. Ich habe natürlich auf eine große Kombo gehofft. Da ist nichts da, was große Kombos angeht. Und schauen wir mal, was gespielt wird. 2 Dreier. Also alles, was er Pärchen hat, das ist schon scheiße. Und vor allem, er kommt direkt danach, also 2 Fünfer, Pärchen, Pärchen, Pärchen. Ich möchte gerne meine Straße noch loswerden. 7, kommt er drüber? Ja, das ist Mist. Sonst wäre ich jetzt nochmal dran gekommen. Ich rutsche mit 7 Karten gerade so in die Einmalzone noch rein. Gott sei Dank. Damit habe ich 63. Aber ihr seht schon, wir nähern uns den 100. Und so wie es aussieht, werde ich wohl den dritten Platz machen. Oder vielleicht sogar den letzten. Ich hatte das schlechteste Deck. Ich hatte 4 Zehner. Was für ein Mist. 4 Achter. Ja, 4 Achter habe ich natürlich nicht. Da komme ich auch nicht drüber. Sonst hätte ich 4 Zehner gehabt. Aber ob man die dafür ausgeben sollte, das ist ein Full House. Da könnte ich jetzt mal mitziehen, aber 3 Neuner ist natürlich schon hart. Ich könnte 3 Zehner machen und 2 Zweier. Das mache ich auch. Da dürfte keiner drüber kommen, außer es gibt einen Vierer. Und jetzt schauen wir mal, wir haben noch 5 Grüne, und dann machen wir einfach mal die 5 Grünen. Oder ich spiele erstmal 3 Dreier, weil da kommt man auch wieder nur mit dem Ding da drüber. Dann habe ich nur noch 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 könnte man spielen. Dann nochmal so ein Farbding. Könnte man das spielen ohne die... Ne, ich brauche auf alle Fälle die grünen Karten, das ist schlecht. Dann spielen wir doch die grünen Karten direkt raus.
Habe ich zwei Dreier auf der Hand? Ich hätte fast noch mal ein Farbflash. Mir fehlt einer. Aber danach habe ich nur noch Einser. Keine so gute Wahl. Wir spielen als erstes mal drei Dreier. Mal sehen, wer da drüber kommt. Das können ja auch nicht viele sein, die da drüber kommen. Wobei die beiden sitzen noch voll. Drei Vierer. Ja gut, da kann ich nicht mehr drüber. Das war meine Chance. Und jetzt habe ich noch zwei Achter, um ihn zu stoppen. Und ansonsten habe ich nur noch Schrott. Gegen die Drachen verliere ich natürlich. Ja. Also warum man Drachen so rausfeuert, ist mir unerklärlich. Noch ein Drachen einfach so rausgefeuert, auch wenn es nur der Phönix ist, aber ey, Verschwendung ohne Verschwendung pur. Ja gut, da komme ich mit meiner roten 1 drüber. 4 Einser, ja, super, das hast du ja lange aufgehoben. Ne, da machen wir nichts. Ja, super. Roter Drache war, gelber Drache war, hat sich schon erledigt. Da müsste ich schon so drüber. 4, 5, 6, 7, 8 kann ich nochmal spielen. Ich tue mal den da rein. Klopfen alle? Nee, leider nicht. 3, 4, 5. Muss ich mit der grünen 9 gewinnen, wenn einer kommen sollte. Das ist gut, wir tun mal den da rein. Und nochmal klopfen bitte. Wunderbar, damit haben wir nämlich die hier als Gang of Four, als Flush und damit ist das Spiel vorbei. Und diesmal stürzt noch jemand ein bisschen mehr ins Minus. Mit 10 hat er 20 Minus. Ja, das ist genau 1 vor 30, das ist natürlich ärgerlich. Aber der hier gewinnt eindeutig. Da kann man wenig machen. 63, 73, 46. Also ich könnte noch Zweiter werden in der Runde. Aber viel mehr ist da nicht drin. Ich hatte halt einmal auch kein so großes Glück mit den Karten. Vielleicht auch ein bisschen zu gierig gewesen. Da kommt sowas vor. Also ich habe keine Dreier, eine Dreier-Kombi habe ich. Und hätte ich 3 und 2 als Full House. Gelb habe ich wenig. Also der Zweier ist auf alle Fälle Unsinn, oder? 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 oder 3, 5, 6, 8, 9, das wäre fast besser. Ich gebe mal die 2 zurück. Ich darf eröffnen. Dann eröffnen wir doch auch gleich mal mit dem Zeug hier. Full House. Na, kommt noch jemand mit Full House drüber? Jetzt wird schon fleißig geklopft. Ich kann auch nicht drüber. Ich habe leider keinen Straight Flush. Der Drache wird wieder gespielt. Einfach verschwendet. Ich verschwende mal einen Drachen. Eine 1, das ist gut. 2, ja, macht nicht, dass auch der da rauskommt. Ist ein bisschen ärgerlich für mich. Eine 4. Da könnte ich jetzt natürlich mit einer 6 drüber. Mit einer 8 komme ich aber auch noch drüber. Machen wir eine 8. 10. Aha, da kommen die wilden Klopfer. Den holen wir uns aber. Weil ich möchte mit 2 Fünfern eröffnen. 2 Fünfer bitte. Das war jetzt nicht so geplant. Aber geh noch mit 2 Neunern drüber. Dann nehmen wir 2 Sechser. Spielen die mal. Ja, da musste man auch drüber. Und jetzt müsste ich es gewonnen haben, die Runde. Weil das, sonst müsste jemand seine 4 auslegen. Macht keiner. Und damit kommt jetzt meine 4. Und die Runde ist beendet. Gut, dass der nur bei 86 Minus hängt. Die anderen müssten richtig tief ins Minus geritten sein. Leider nur mal 4. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil sonst hätten wir richtig schön Minus produziert. Ich hatte es ja mal 5. So, schauen wir mal. Neuer Zwischenstand. Ich bin auf Platz 2.
Ich kann noch Erster werden, wenn der richtig verlieren sollte. Jetzt müssen wir aber schauen, dass es auch einigermaßen funktioniert. Wir haben hier zwei Dreier für Full House. Wir haben da zwei Vierer, zwei Fünfer. Das passt auch. Und ich könnte 1, 2, 3, 1, 2, 4. Also wir haben hier eine unnütze 7, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben eine unnütze 3. Also die 3 ist auf alle Fälle keine gute Karte für mich. Die gebe ich mal zurück. Und dann fangen wir auch mit dem ersten Full House an. Und schauen mal, wer da mit kann. Ja, da können noch ein paar Leute mit. Ja, das ist schon alles zu hoch für mich. Da bin ich raus an der Stelle. Oh, jetzt kommen aber die Full Houses. Ja, jetzt hat es mal einer beendet. Jetzt muss natürlich unsinnig den Drachen legen. 3 Zehner ist viel, da komme ich nicht drüber. So viel habe ich nicht. Ich habe keine Vierer und keine 3 Zehner. Eine 4. Okay, da muss ich jetzt meine 7 loswerden. 9. Klopfi. Klopfi gehört mir. Ach so, ich habe die 7 gespielt, ja. Passt. Nehmen wir den da. Oh ja, ja, so ein Mist. Der hätte nicht fressen dürfen. Ja, über den Drachen kommt man, glaube ich, nicht drüber, oder? Der hat ihn jetzt mal richtig eingesetzt. 2 Achter. Ja, klopft nur alle fleißig. Ich muss die 2 Zehner spielen, sonst kommt er raus. Und jetzt haben sie alle wenig Karten, da dürfte keiner mehr über mein Full House drüber kommen. Aber es gibt kaum Minuspunkte und jetzt 2 Sechser ist die Runde vorbei. Also ich glaube, Runden habe ich am meisten gewonnen. Ich habe leider eine Runde richtig abgestürzt, verloren. Und das wird es am Ende ausmachen. Damit sind wir weiterhin Zweiter, aber wenn du mich fragst, dieses Spiel ist demnächst beendet. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7, 8, das ist schwieriger diesmal. 2 Achter, eine 9 nur, 2 Siebener, eine 6, eine 5, also 3, 4, 5, 7, 8 könnte ich spielen. Da hätte ich ein Farbding, das wäre hier einzuordnen. Damit könnte ich auch eröffnen. 1, 2, 4, 9, 1, 2, 3, also ich spiele die gelben Karten alle zusammen. Das heißt, ich habe auch 4 Vierer, oder? Wenn ich 4 Vierer habe, darf ich das nicht machen. Also 4 Vierer, da habe ich 3, 5, 7, 8, 10, das wären 5. Und 1, 2, 4, 9, das reicht nicht. Also müssen wir die 1 und die 2 wegdrücken. Ich gebe mal die 1. Soll er sie haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir richtig eröffnen. Zwei Siebener vielleicht eröffnen oder mit einer 2 eröffnen. Habe ich die mal weg? 2. Die 5 muss ich ja behalten. Die gelben behalte ich alle. Das sind 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, die ich behalte, gelb. Und ich behalte die 4 und habe dann noch 4 grüne. 6, 7, 8, 8. 6, 7. Ich eröffne mal mit einer 2. Ja, dann darfst du erstmal du. Gut, dass ich den aufgehoben habe. Na, ich muss auch klopfen. Na, da geht nichts drüber, das wisst ihr doch. Da muss man eigentlich nicht klopfen. Hier sieht man auch, in welchem Uhrzeigersinn gespielt wird. Eine 6, das ist schön. Ich hätte jetzt gerne meine blöden Karten weggekriegt, aber so wie es aussieht, muss ich 3, 5, 7, 8, 10. Ich muss jetzt meine 7 spielen. Die gehen alle zu hoch.
Wir übernehmen mal die Kontrolle. Da dürfte keiner drüber kommen. Jetzt spielen wir erstmal unseren Shot. 3, 5, 7, 8, 10, habe ich gesagt. Ja, jetzt haben sie alle schön ihre Karten rausgeballert, aber ich bin dran. Oder soll ich ihn noch einmal rauslassen? Nee. Wir beenden die Sache mal an der Stelle. Wir nehmen mal die 6. Schön, spielen wir noch unsere 8. Dann nehmen wir noch die 9. Ich habe noch ganz schön viel auf der Hand, mein Freund. Das ist ein bisschen zu hoch. Da kann ich nicht drüber. Rot ist höher als Gelb und Grün. Jetzt kommt so ein Mist wieder. Er muss eine Einzelkarte spielen, weil sonst bin ich geliefert. Schlecht, 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 schlecht. Jetzt kriegt er seine ganzen Dinger los. Da muss jemand drüber von euch, sonst hat er gewonnen. Gut. Das so rumgeht, kommt er auf alle Fälle vor mir dran. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss warten mit meiner einen blöden Karte. Genauso wie er warten muss. Nur er hat den Vorteil, dass er... Da kann ich auch nicht drüber. Da kommt er drüber und ich komme nicht drüber. Nein, eine Karte verloren. Dabei hat es lange so ausgesehen, als wäre es Sieg für mich. Der hat jetzt 96, also wir gehen in das letzte Spiel jetzt rein. Ja, das ist ziemlich killer hier. 96 und 92, also das Spiel ist rum. Ich muss schauen, dass der Typ hier verliert. Der kriegt allerdings jetzt auch noch eine Karte gesponsert. Ich habe dreimal für Einser unterbrechen, das ist natürlich Hammer. Jetzt muss ich schauen, dass ich das irgendwie nutzen kann. Ah, die gehen schon wieder Richtung Full House. Da kann ich bei 3 Zehnern, das brauche ich nicht überlegen. Ich habe hier noch gar nicht so weit. Ich habe einmal Full House auf der Hand. Sonst viele Pärchen. Eine einzelne Eins. Also ich kann spielen 3 Einser und 2 Zweier. Und dann kann ich spielen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wenn ich das spiele, brauche ich auf alle Fälle eine 3 nicht. Ja, unterbrechen wir das mal mit so einem Drachen. Meine Klopfers. Jetzt spielen wir erstmal das da. Mal sehen, wer da drüber kommt. Aha, kommt jemand drüber? Schlecht. Auch noch der Typ ausgerechnet. Kann ich nichts machen. Ja, die muss ich mir sichern. Es tut mir leid, Jungs. Dragon Control. 3, 4, 5, 6, 7. Kommt da jemand drüber? Nur Klopfers an der Reihe. Ja, doch nicht nur Klopfers. Ja, da kann ich nicht drüber. Tut mir leid, der darf raus. Es geht so rum, also diesmal bin ich eher dran als er. Das sind schlechte Karten für mich. Der darf raus. Also nach dem könnte es noch weitergehen. 2 Achter habe ich nicht. Er braucht noch, muss noch zwei Karten weg, drei Karten wegkriegen, sonst ist das Game rum. Ja, 7 habe ich nicht. Du kannst durchgewinnen, das ist in Ordnung. Eine 3, ja gut, da muss ich jetzt drüber.
Und zwar gehen wir gleich mal mit einer 8 drüber. 9. Klopfer. Klopfer. Und dann beenden wir das Game mal. Naja, drei Drachen zu kriegen ist natürlich Hammer. Ich war mir sicher, dass es die letzte Runde ist, aber es ist noch nicht die letzte Runde gewesen. Mir fehlen noch 11 auf den Sieg. Das ist machbar, wenn der Typ mal wirklich viele auf der Hand behalten sollte. Der steht bei 99, also spielt es gerade so nicht aus. Und der hat auch nur noch 4. Also der muss die Runde gewinnen und der eigentlich auch. Ich habe 4 Einser, das ist gut. Ich kriege einen Drachen. Das ist auch okay. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 6, 8. Ich habe 2 Achter, 2 Sechser. Ich könnte mit Full House 3 Sechser habe ich. 3 Sechser und 2 Achter. Ich habe eine 7, eine 9, eine 10. Das kann man auch machen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir irgendwas an Farben, was interessant sein könnte? Wir haben 4 Einser. 4 Einser. Dann haben wir ein Full House. Und ansonsten viel Schrott. Ich gebe mal eine 2 zurück. Ich darf anfangen. Und wir steigen auch mit dem Full House ein. Soll er mal was zeigen? Na gut, 3 Sechser sind so hoch. Ne, da kann ich nicht drüber. Hat schon wieder mein Freund die richtigen Karten weggekriegt. 4 Zehner ist natürlich auch hart. Da geht nichts drüber. Braucht man nicht überlegen. Oh, wie kann man einen roten Drachen so verschwenden? Damit kannst du auch jede Einserrunde kontrollieren, warum er das macht. 4, gut. 7, 8. Da muss ich meine 9 spielen. 9. Grüner Drache. Beim grünen Drachen lasse ich dich mal rauskommen. 10, schlecht. Aber wenn du 10er einfach so wegballern willst, kannst du es natürlich gerne machen. 1, 7, dann spielen wir auch noch eine 7. 9, Klopfi. Klopfi, spielen wir eine 10. Ich muss eine einfache Karte spielen. Dann spielen wir noch mal eine einfache Karte. Die klopfen ja alle wie die Wahnsinnigen. Jetzt ist die Runde wieder an mir. Und er hat 10. Jetzt kommt es darauf an, wie viele Minuspunkte man bei 10 kriegt. Da dürfte keiner drüber kommen. Dann habe ich diese Runde tatsächlich noch gewonnen. Weil über den Vogel hier kommt keiner mehr drüber. Irgendjemand hat nämlich den roten Drachen wieder verschwendet. Danach hat es absolut nicht ausgesehen. Ich habe ja ein Höllengame geliefert. Spiele ich den und der dürfte ins doppelte Minus rutschen und damit dürfte er noch an mir vorbeiziehen mit minus 70 oder sowas. Schauen wir mal. 10 Karten auf der Hand, das ist sehr gut. Also der hat 2 Minus, das ist jetzt der Killer für ihn. Und der hat 20 Minus und ich habe 0. Und jetzt schauen wir mal, wie der Endstand ist. End of Score 103, 101, 73, 64. Also ich habe es tatsächlich gewonnen. Und damit bin ich Erster geworden. Wir schauen uns nochmal den einzelnen Spielverlauf an. Also man sieht, ich habe hier einmal 56 reingeballert. Und ansonsten habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Runden von insgesamt 9 gewonnen. Und ja, das hat uns beide gekillt. Also sowohl mich als auch diesen Spieler hier. Der hat nämlich eigentlich auch sehr gute Stats abgeliefert. Die anderen waren immer wieder mal mit einem Ausreißer nach oben. Aber ihr seht schon, in einigen Runden passiert nichts und in anderen hat man so viel auf der Hand, dass man dagegen wenig machen kann. Ja, von meiner Seite aus eine Empfehlung, gerade wenn man Kartenspiele mag, ist Gang of Four ein schönes Spiel.
gegen die KI weiß ich jetzt nicht, ob ich es dauerhaft spielen würde, aber ich habe es mir so beibringen können und ich glaube, auch wenn da online ein bisschen was los ist, kann das schon sehr lustig sein, dass man da auch einiges an Zeit reinsteckt. Wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Abo dalassen bzw. den Kanal folgen und bei uns gibt es ja auch noch andere Brettspielvideos, alte Spiele sowieso, Echtzeit, Rundenstrategie und alles, was es eben rund ums Thema Gaming oder früheres Gaming gab. Hört auch mal in unseren Podcast rein auf www.legendarygames und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet und uns auch abonniert, egal ob dem Podcast oder hier im Kanal. Wir stehen auch in Kommunikation, wenn irgendwas sein sollte bei Nachfragen oder so, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.